Nach einer bisher glorreichen Transferphase bis jetzt kommt es auch zum ersten Zweitligaspiel der Saison. Und das heißt ja eigentlich Never Change a Winning Team. Aber wir haben schon einige Spieler drinne. Ich werde es mal anders versuchen. Fangen wir mit Wegner an. Und wechseln dann Fink zur Halbzeit ein. Je nachdem. Und gucken wir mal. Sauerland ist so ein Scherztransfer quasi gewesen. Ich weiß gar nicht so recht, warum ich das sage, weil der so gut war ein paar Spiele. Deswegen dachte ich, vielleicht ist der ordentlich. Sonst haben wir hier gute Ersatzspieler. Und ja, ich denke mal, wir gehen jetzt einfach mal rein und probieren aus, was da so geht. Die Sturmspitze, da war ich bis jetzt noch immer noch unzufrieden und ich weiß nicht, wie sich Dings so spielen lässt, hier Fink oder Wegner. Auf jeden Fall hat er den da reingemacht. Ne, das war Bigalke. Bösel, unser Top-Stürmer eigentlich. Und dann haut er den da rein. Zack. 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 Drin das Ding. So muss es gehen. Oh, Mist. Irgendwie war ich verwirrt. Und dann gehen wir mal in die Zweitliga-Partie rein. Hört diese Bundesliga-Musik. Oh mein Gott, sie ist so toll. Da-da-da-da. Gegen den ersten FC Heidenheim. Unser erstes Spiel in der zweiten Liga. Und ich bin mal gespannt, ob wir da gut was reißen können. Unsere Spielkommentatoren sind, ja. Das bin ja ich hier, der immer nur labert. 1 Million haben wir für Brayden Manu bezahlt. Echt zu viel? Krasser Shit. Der ist unser neuer Top-Zugang. Da ist er, der Junge. Und dann geht Heidenheim ab mit dem Abstoß. Push, Salazar, Griesbeck, Salazar, der Magier, ey. Push, zack, wer ist die 21, Mann? Oh, ich muss die Trikotnummer nochmal verändern. Habe ich ganz vergessen. Der ist nicht so gut. Aber das mache ich erst, nachdem ich weiß, wie gut meine Spieler sind. Geißler. Schön, Choroba. Schön, dass du wieder da bist. Leist. Hüsing. Mit einem sehr schön eröffnenden Ball nach vorne. Das war ziemlich schlecht. Oh, und Manu. Da ist er. Da ist er, der Junge. Der ist schnell, der Junge. Aber das haben die gut verteidigt. Busch. Salazar. Manu ist unendlich schnell. Und er hat 5 Sterne Skills. Das ist ein Spieler, den wollen wir. Wollen viele haben. Und da vertändelt er den Ball. Ja, ein bisschen nervös, der Junge. Ist ja auch sein erstes Spiel für unseren Verein. Das ist in Ordnung. Da muss er noch reinkommen. Und Broll. Broll natürlich wieder fantastisch. Feig. Raus auf Push. Und das haben sie im Kollektiv geklärt. So, dass wir sogar Abstoß haben. Das ist ziemlich gut. Komm, einmal ablegen. Dann der nach da oben. Und das war schlecht, aber gut. Griesbeck. Bösel, der 8 Tore im Vorbereitungsturnier gemacht hat. Unglaublicher Junge war das. 8 Tore, während der Zweitbeste nur 2 Tore hatte in diesem Turnier. Ich weiß nicht, was der gefrühstückt hat zu der Zeit, aber er sollte öfter frühstücken. Und dann stecken wir ihn einfach durch und dann läuft Bigalke. Und dann schießen wir ihn einfach nicht ins Tor. Mist, das hätte... Ah, das hätte das 1:0 sein können, aber... Und das ist das 1:0. Oh mein Gott, unser erstes Eckballtor überhaupt, oder? Wer ist denn die Nummer 14, verdammte Kacke? Choroba mit dem Kopf. Rein ins Glück zu unserem ersten Tor in Liga 2. Ja, guckt euch diese Flanke von Baku an. Schön reingeschlenzt. Und der Verteidiger so, ich kämpfe gar nicht darum. Choroba so, okay, dann nicht. Wangenberg war das. Und der andere versucht den auch wegzuköpfen, aber schöner Kopfball von Choroba. Wenn Standardsituationen jetzt noch eine Waffe werden, dann wäre ich ganz zufrieden. Swish, swish, bish. Dovedan. Klingt wie Dobendan. Al-Kuwaikibi. Der ist schnell, flink, der Junge. Busch. Dovedan. Dovedan.
Schön zurückgelegt auf Push. Und da ist Hüsing. Und Broll klärt. Und das war gefährlich. Das war gefährlich. Oh nein, Manu mit dem Fehlpass. Manu ist echt sehr nervös anscheinend. Vielleicht bin das auch ich. Ich bin mir nicht sicher. Liga 2, Geißler. Geißler, schön. Bösel. Manu. Manu, der rennt übers halbe Feld. Und dann spielt er diesen wunderschönen Pass, der einfach reingeht auf Geißler und der fetzt den Ball einfach in die Ecke. Anscheinend läuft es bei uns in der Mannschaft. Aber wir hatten viel Platz. Er konnte spielen ganz ruhig. Also bam, direkt. Hätte ich den nochmal angenommen, ich bin mir sicher, dann hätte dich da wieder jemand gecatcht und dann wäre es vorbei. So steht es 2:0 in der 21, bis zu 21 Minute oder 22 Minute. Ich konnte gerade nicht richtig gucken. Push. Push-Nachrichten. Push-Nachrichten. Die Nachrichten. Jo. Al-Kuwaikibi. Und dann, oh, Salazar da mit dem Abschluss. Ich weiß ganz genau, dass die Saison noch beschissen wird. Ich weiß, das war in letzter Saison. Da denkt man, dann läuft's und dann spielt man wie Scheiße. Push, Gräsbeck, Thiel. Wow, wow, wow. Jetzt spielt Heidenheim super Fußball. Choroba. Also bis jetzt bin ich ganz zufrieden. Jetzt könnten wir nur noch einen Hammer-Transfer machen. Was denn? Wow, Broll, gut aufgepasst. Bigalke auf Wegner. Ey, der lässt sich gut steuern. Dafür, dass der eigentlich so ein physischer Junge sein soll. Komm schon, schieß ihn einfach weiter. Schade. Schön gemacht. Aber heute läuft es anscheinend einfach auch. Schön durchgespielt, fast auf Manu, nehme ich an. Die 22. Stimme Manu. Wir haben aber auch gute Ersatzspieler, so wie Fair. Haben wir noch in der Hinterhand und. Und Bagayoko als Rechtsverteidiger und Burger als unser Abwehrtalent. Und wenn die das jetzt auch nutzen würden, dann würde es jetzt sogar 2:1 stehen können. Zack. Komm schon. Ah, Bigalke, schade. Da hat er gelauert, der Junge. Würden diese Kopfbälle doch nur gut ankommen. Die Wegner hat die 21. Lässt sich wirklich gar nicht schlecht bewegen, muss ich sagen. Ich kann schon verstehen, warum er Torschützenkönig geworden ist letzte Saison. Ich hoffe, dass er für uns auch noch ein paar Tore schießen kann. Al-Kuwaikibi. Busch, Push. Busch, Push. Und damit rettet er. Das ist ja eine Mega-Rettungstat gewesen, da mit dem Kopf. Das war gefährlich für ihn, ey. Ja, lebensgefährlich schon wieder. Der riskiert so sein Leben für den Kopfball. Tja, Mann. Oh, im eigenen Strafraum kacken wir hier ein bisschen rum. Und dann geht er rein. Jetzt müssen wir aufpassen. Dovedan, es hat so schön angefangen, aber das ist nicht zu unterschätzen hier, die zweite Liga. Jungs, jetzt konzentriert ihr euch bitte. Das war schlecht. Das war auch echt scheiße. Das war doch gut weitergeleitet. Schade, dass wir den Ball da nicht rausgekriegt haben. Und so geht's, wird's wieder gefährlich. Wegner, Manu, Thermam, Hüsing, Thermam, Baku, Thermam, Baku, Mistekiste. Der ist nicht so schön. Dann spielen wir den da. Kombinieren wir uns hier durch in die Mitte und dann schießen wir ihn einfach nicht rein. Scheiße. Bösel, was ist mit deinem Killerinstinkt, ey? Junge, du bist doch eigentlich immer gut drauf. Oh Mann. Zack, Kopfballduell gewonnen. Wegner. Haben wir da Bigalke. Der spielt ihn weiter auf Geißler und das war ein bisschen anders geplant eben. Geißler, Bösel, Bigalke, Bösel. Schön weiter. Baku auf, Manu auf. Auf und davon. Wo ist der Ball, Mann? Schade. Feig. Thiel, Feig. Schießt ihr da schön, flackt er den nach vorne. Dann Salazar mit einem Doppelpass. Und dann haben wir den Zweikampf, ja. Baku.
Komm einfach, schieß ihn einfach rein. Schade. Killerinstinkt aktivieren. 17 Tore in letzter Saison. Ich glaube, das sind zwei mehr als der zweite gewesen. Das ist okay, aber es ist der beste Torschütze. Wir haben sogar den Schnellbacher noch mit am Start, den wir auch reinmachen, weil Bigalke ist nicht gerade mehr fit. Und Fink habe ich versprochen, der kommt rein, um zu gucken, wie der drauf ist. Und dann gucken wir mal, können wir noch irgendjemanden wechseln? Burger, Tempelmann, Fair. Ah, bis jetzt sieht ganz gut aus. Choroba könnte man vielleicht noch auswechseln hinterher. Aber so ist das trotzdem in Ordnung. Jetzt haben wir die ganze Offensive hier geändert. Das ist wieder vielleicht gar nicht so gut für den Spielfluss. Schnellbacher, Geißler, Choroba. Jetzt hier, jetzt läuft der Ball gerade. Bösel. Schön weitergeleitet. Geißler, Choroba, Fink. Geißler mit einem Schuss und der geht ganz knapp vorbei. Oh Mann, oh Meter. Schade. Die Pässe laufen aber gerade auch. Das ist, wenn ich euch ans letzte Spiel der letzten Saison erinnere. Die Pässe liefen ja überhaupt nicht mehr. Da konnte ich mich nicht mal bewegen. Da konnte ich nicht mal laufen. Ja. Griesbeck, jetzt Randa, Push. Oh, der dribbelt uns aus, aber Choroba passt auf. Schnellbacher mit einem Stylo Milo. Oh mein Gott, der will es aber wissen, der Junge. Der ist ja gut drauf. Schnellbacher läuft. Zieht in die Mitte. Flankt er einfach rein, aber da war keiner. Oh Mann, das hätten wir auch anders machen können. Bösel. Ich frage mich jetzt, warum Bösel wirklich tatsächlich so... Und, oh mein Gott, der ist einfach drin aus der zweiten Reihe. Manu in seinem ersten Spiel. Zack. Reingeschnitten den Ball. Damit ist das 3-1 eher so. Sonnenhof Groß Asbach, ich liebe euch. Ich bin schon Sonnenhof Groß Asbach Fan, seit ich ein kleiner Junge bin. Und mein Traum war es schon immer, für Sonnenhof Groß Asbach zu spielen. Und jetzt habe ich mein erstes Tor für Sonnenhof Groß Asbach geschossen. In den Winkel. Von der zweiten Reihe. Er hat aber auch unendlich viel Platz gehabt. Man sieht nichts. Danke. Hallo. Hallo. Was ist das denn für eine Aktion? Das war schön, Manu. Schnellbacher ist fit. Der ist ein fitter Dude. Geißler. Choroba. Geißler. Choroba. Schnellbacher. Durch auf Schnellbacher. Der wiederum zieht einfach mal rein und dann spielt er da. Und Manu aus der zweiten Reihe, aber der wird aufgehalten. Baku. Boah, faul. Ich wollte gerade sagen, das war ein Foul. Haben wir jetzt einen guten Freistoßschützen eigentlich? Gucken wir mal nach. Kraft, Freistoßpräzision hat Fink. Die ist, glaube ich, von Fink sogar am besten mit der 60 da irgendwie. Machen wir Fink mal hier. Lass mal Fink das mal machen. So? Ja, so. Wir schießen mal direkt aufs Tor. Wir gucken mal vielleicht. Bringt das ja was? Ich dachte, ich kann ja da so flach rein und irgendeiner wehrt ihn dann einfach ins Tor ab oder so. Aber der Schnellbacher ist gut drauf, wirklich. Der lässt sich gut spielen. Habt ihr gesehen, wie er den stylisch angenommen hat, den Ball? Manu mit dem 5-Sterne-Skiller-Techniken-Alarm. Choroba spielt den Ball vorbei. Schnellbacher. Der hat den Ball wenigstens unter Kontrolle, der Junge. Manu mit dem Dribbling-Mibbling. Fink wurde aufgehalten irgendwie. Manu hat den Ball. Ah, Mist. Ich dachte, man kann ihn da irgendwie so durchstecken. Das fühlt sich an, als wenn gerade alles funktioniert. Irgendwie, auch wenn jetzt gerade das nicht funktioniert hat. Verwirrend, ich weiß. Schön mit der Hacke. Manu, warum bist du nicht mitgelaufen? Das wäre jetzt schöner, schneller Spielaufbau gewesen. So müssen wir das leider ein bisschen abbremsen. Heidenheim kann noch zurückkommen, ich will es nur sagen. Oh mein Gott, und Pfosten. Das nutzen wir, damit wir jetzt wechseln können.
Im Mittelfeld. Fair für Manu, damit er seinen Applaus kriegt zum Abschied. Für dieses Spiel. Klatsch, klatsch, klomm. Applaudiert mal für den Jungen. Der Junge hat's drauf. Der hat gute Tore gemacht. Und das war ein... Oh, verdammt, mein Mikro. Das war ein verdammt guter Spielzug. Manu, 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 Manu. Pepe. Hey, hey. Mit den Sturmpositionen, mit der Sturmposition, da weiß ich noch nicht so recht, wer da hier. Also mit Wegner hat es gut angefangen. Dafür, dass er eine 63 hat, spielt er ziemlich gut. Und dann spielen wir ihn da raus. Und da ist der Fink, den. Der macht den nicht rein. Eieieiei, verdammt. Schade. Der Fink lässt sich aber auch gut spielen. Hat eine höhere Gesamtwertung. Dafür hat der andere eine ganz gute Physis. Ich weiß nicht. Ich lasse das jetzt einfach erstmal so, solange es funktioniert. Kann man immer noch sagen, ja, da wechsle ich den halt mal zur Halbzeit aus. Und wenn ich mal weiß, okay, hier brauche ich ein paar schnelle Spieler, kann ich sogar den Schnellbacher in die Sturmplätze stecken. Geisler sieht den Schnellbacher. Der bremst ein bisschen ab und spielt durch auf Fink, der wieder zurück, der dann da. Und Baku und, ah, der hat den nicht reingemacht. Schade. Oh Mann, ein 4:1 als Zweitliga-Auftakt. Das wäre ziemlich krass. Ich meine, nur kaum haben wir ein bisschen bessere Spieler, läuft das ein bisschen. Aber ganz ehrlich, das ist Heidenheim, ist offensiv. Wir sind besser, wenn wir mehr Platz haben. Ich meine, wer ist das nicht? Normalerweise sind wir eine quasi fast eine Kontermannschaft. Eigentlich auch nicht. Ich will überhaupt Spieler haben, die sich viel bewegen. Und das ist ja jetzt doch kein Gradmesser. Das ist das erste Spiel in dieser Saison. Und was machen die da für Kurzpässe? Ihr liegt hinten. Ihr müsst so eine Pässe gar nicht machen. Das ist ziemlich dumm von euch. So, schön raus. Geklärt, Bösel. Hat noch kein Tor geschossen. Das ist jetzt sehr verwunderlich. Der Fink, der ist auch nicht schlecht. Schade, er hätte selber schießen sollen. Ich hätte selber schießen sollen mit ihm. Ich lasse Wegner jetzt einfach erst bei der Startaufstellung, weil er einfach Torschützenkönig geworden ist und das damit irgendwie auch eine Berechtigung hat, da vorne als der erste Mann zu sein. Für unsere Sturmspitze. Böse, lieber nicht. Dann spielen wir den da durch. Da ist fair. Fair, das klappt auf einmal alles hier. Haben wir auch Platz ohne Ende. Busch. Andrich. Salazar. Busch. Fair, spielt ihn schön dadurch. So, da können wir. Und es klappt einfach irgendwie alles. Ich weiß auch nicht. Das hatten wir mitten in letzter Saison auch. Böse, schießt da ihn einfach rein. Ja gut, ich dachte, vielleicht funktioniert das jetzt sauber. Aus der zweiten Reihe. Muss ich mit einem Verteidiger noch ein Tor schießen, damit ich so eine Fakt-Trophäe kriege. Buh, was buh, das war super. Leute, ich bin ganz stolz. Oh mein Gott, 14. Minute, Eckballtor. Unser erstes Eckballtor, was ich überhaupt, woran ich mich erinnere. Wahrscheinlich ist das nicht so. Choroba hat das eingeleitet. Das Glücksgefühl für uns. Da kommt auch noch der Geisler mit dem 2:0. Schön rausgelaufen, rausgespielt. Das finde ich schön, wenn die so laufen. Denn ist da so eine Laufwege haben, ist das gut. Das war auch schön rausgespielt von dem Gegner. Noch schön abgeschlossen. Dann haben wir noch Braden Manu mit seinem Debütspiel und seinem Debüttor aus der zweiten Reihe in den Winkel. Zack. Was will man da machen? Stolzer kann ich gar nicht sein. Bochum Sandhausen 0:0. 3:1 ist ein Ausrufezeichen. Wir hätten sogar mit Anton Fink sogar noch das 4:1 machen können.
Weitschüsse, Geißler. Tamanchoroga, Bürger. Baku, Geißler, Tempelmann. Ja, eigentlich hätte ich gern Broll noch da drin. Schade, dass ich nicht noch mehr trainieren kann. Aber wir sind schon, fängt schon mal an mit der dritten Position. Diese Mittelfeldspieler werden 2019 dominieren. Leider ist das eigentlich nicht so das Gute, wenn ihr den kaufen wollt. Weil dann habe ich kaum noch Ersatz. Nur Burger. Und wenn dann einer verletzt ist. Poggenberg ist auch noch da, glaube ich. Nur wenn ihr was Gutes macht, verhandeln wir. Kai Gehling war ja auch nicht der Schlechteste letztes Jahr. Hier ist er bereitet. Das wäre so von 400.000. Wir wollen 600. Das ist einfach so. Dann lehne ich ab. 400.000 lehne ich ab. Er war Stammspieler letzte Saison. Er ist auch dafür mitverantwortlich, dass wir aufgestiegen sind. Und deswegen lasst mich in Ruhe mit solch einem niedrigen Angebot. Swish, swish, bish. Erik Weiger, Jonas Thorsten, José Angel, David Raum, Sebastian Ernst, Bernhard Tekpetey, Philipp Tietz, Tobias Schwede, Marlon Ritter, Sebastian Stolze. Transferangebot für Fair. Wie viel denn? Wert und dann das? Nee. Das lehne ich ab. Ich kann doch jetzt hier nicht meine ganzen Spieler verkaufen, die gut waren letztes Jahr. Die brauche ich alle noch. So, wir gucken wir mal. 61, na, Schwede 69. 69, Raum auch 69. Aber auch noch wesentlich jünger. Tobias Schwede ist gar nicht schlecht, der ist ein bisschen schnell und so. Der wirkt alles in allem aber ein bisschen besser. Tietz mit einer 66, okay. Show. Vega, Tagami. Ich muss mal eben Abschlussbericht zu. Ach nee, Erik Weiger nicht. José Angel. 67, 68, 67. 71 mit 3 Millionen. Keine Freigabesumme. Schade eigentlich. Thorsten 61. Schlüter. Möller. Ich will den haben. Den Ritter. Den kann ich mir nicht leisten. Glaube ich. Kann ich mir den leisten? Was habe ich denn jetzt noch? 2,12 Millionen. Das probieren wir mal. Transferzentrale. Marlon Ritter. Kauf vorschlagen. Spielertausch. Gucken wir mal, ob wir Mittelfeldspieler dafür irgendwie loswerden. Bösel, den möchte ich nicht verkaufen. Der ist gut. Oh, der ist erst 24. Zentraloffensiv, Fingerl. Vielleicht den hier. Aber der ist mir zu teuer. Ja, wir bieten direkt all unser Gehalt. Ja. Scheiße, wir müssen die Verhandlung beenden. Ah, hätte ich gern gehabt, den Jungen. Kann er, was ist mit der Freistoßpräzision? Er hätte sogar die höchste Freistoßpräzision, die wir hier haben. Wie kann ich mir den leisten? Ich muss verkaufen vielleicht. Aber dann muss ich richtig verkaufen. Das ist nicht so gut. Leihangebot für Bigalke. Wieso sollte ich Bigalke verleihen? Herrscher. Everton. Everton. Everton de Vinja.
ist daran interessiert, Philipp Herrscher zu kaufen. Wie viel ist der wert? 350.000? Ja, verhandeln wir mal. 400.000 sind, kann er gehen. Ja, machen wir einen 100er einfach drauf. Wieso seid ihr nicht mehr bezahlt zu zahlen? Ihr müsst zahlen. Der hat immerhin 2-3 gute Spiele gemacht. Okay, das ist okay. Akzeptieren wir. Bing, 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 bong. Eric, José Angel, David Raum, Sebastian Ernst, Tech Pete. Komm, ich will Marlon Ritter haben. Was für Danke, Chef. Ich hab dich gar nicht eingesetzt. Aber gut, wenn du das so willst. Angebot ablehnen. Niemals werde ich dich verleihen. Warum sollte ich dich verleihen? Das verstehe ich nicht. 2,12 Millionen. Weil man bei ihr Transferzentrale, Spieler suchen, Scouting-Aufträge, Transferüberblick. Wo stelle ich denn meine Spieler rein? Das verstehe ich jedes Mal nicht. Teamzentrale ist es hier. Gründemann, Choroba, Thermann, Burger. Ich möchte gerne. Wo ist der Meiser? Der Perspektivspieler der Leihliste setzen. Wegner ist Rotationsspieler, ja? Sagt er? Rotationsspieler, das ist okay. Das heißt, der beschwert sich nicht, wenn der spielt. Der ist wichtig. Bigalke Schlüsselspieler. Warum will er einen Schlüsselspieler leihen? Was ist da los mit dem? Fair. Da müsste. Wenn wir den verkaufen, dann müssen wir den. Röttger. Wenn wir den verkaufen, müssen wir ein bisschen mehr Kohle da raushauen irgendwie. Ey, der kann auch Linksverteidiger. Das ist gut. Das ist mega gut. Rotation, Hingerl, Jüllich. Wieso ist Jüllich so wichtig sein? Warum soll der wichtig sein? Eine Transferliste. Uwusu ist nicht wichtig. Vertrag läuft aus. Da muss ich mich auch noch drum kümmern, um die Vertragsdinger. Oh man, ich hasse das. Die sind immer so schnell. So schnell gehen die Verträge immer weg. Halbe Mannschaft ist quasi nächste Saison weg. Okay, Wegner, werde ich doch. Du bist Rotationsspieler, aber du bist gut, Mann. Du bist gut. So. Okay, Leute. In der nächsten Folge sehen wir uns gegen St. Pauli, den Traditionsverein aus der zweiten Liga. Und deswegen sage ich mal, schaltet da wieder ein und guckt mir zu, wie ich das Abenteuer der zweiten Liga so meistere. Also.